So, ich bin wieder live. Ey. So, die Pistole ist live. Ich bin wieder auch wieder live. Aber. Ey, das kotzt mich gerade richtig an. Hab nur. Gott, ist das laut. Es kotzt mich gerade richtig an. Ich wollte, mich entmuten und dann kackt auf einmal X-Split ab. Mir gestern auch schon einmal passiert. Und jetzt haben wir dadurch die Pistole verpasst. Natürlich großes Kino hier. Tut mir leid. Kann ich nichts für. X-Split brauche ein bisschen zum Starten. Also, Pistole leider verpasst. Navi hat die T-Pistole gewonnen, sind da irgendwie KG durch und haben auch, ja, Edward, wer sonst, hat auch die Fricks wieder gemacht. Und ja, nur Fox konnte einen mitnehmen, also doch schon eine eher schwache CT-Pistole von Place to Play. So, schau mal, das läuft wieder. Und X-Split verlässt uns nicht nochmal. So, Edward aber auch in der Eco am Aufräumen. Sind jetzt schon auf dem Inneren raus. Da wird auf jeden Fall nichts mehr anbrennen. So, aber Fox war wirklich vorhin unglaublich gut mit AWP und ich bin sehr gespannt, was sie hier zeigen kann auf Train. Ob es schlecht seine Map wird. Netter Mini-Flame-Kit, aber ich konnte halt nichts dafür, wenn X-Split abkackt und gerade in dem Moment die Pistol live ist oder live geht. Schade. Hat Neo eigentlich gutes Timing gehabt. Oh, Fox ist da auch an der Waffe gekommen. Oh, schöner Shot. Boah! Meine Fresse ist Fox heiß. Oh, Senja, der genießt ihn richtig. So, aber jetzt die erste Runde. Boah, Navi, aber mit einem guten Spawn mit Markloff und Senja. Ah, jetzt bin ich auch gespannt auf Fox. Neo sogar auch eine AWP. Also man trägt Doppel-AWP. Dort ist Neo. Bisschen weit weg. Neo hatte zumindest schon mal einen Schuss abgefeuert. Fox immer noch im Zelt, da wird erstmal keiner kommen. Oh, das hier macht da einer auf Arcadian. Spielt alleine im inneren Spot. Ich kann mir gut vorstellen, dass Navi den erstmal zurückdrängt. So, was sie auch tun, die Frage ist, ob sie den Go durchziehen. Senja noch mit Bombe hinten. Starwix nochmal am Schieben. Okay, Starwix kriegt die Bombe, interessant. Aber Fox ist mit dabei. So, gibt den ersten Schuss ab. Gegenflecht. Naja, gut. Er wird selbst abgeflecht. Sehr gute Fläche ist. Aber gut rumgedreht von Fox. Dossier nimmt auch einen mit. Boah, starke Runde von Dossier am Spot. Super Posi. Boah, schön von Fox. Super gut.
Boah, aber Maklov zeigt auch, wer, dass er auch Awe kann. Boah. Maklov vielleicht sogar mit dem Ace. Boah, die CT ist jetzt gut hintereinander stehen. Boah, 10 Sekunden nur noch. Nein, das kann er eigentlich nicht mehr schaffen. Sollte die Awe safen. Was er auch schafft. Also, gut gemacht für Maklov. Gute Entscheidung am Ende. Sehr starke Runde von Fox und Dossier. Aber Maklov natürlich auch noch hervorragende Shots. Aber wahnsinnig wichtig, dass Place to Play die erste Runde holt. Schade, dass Neo da seine Awe seinerseits schon verloren hat. Weiß nicht, ob es wirklich so wichtig ist, mit Doppel-AWP zu spielen. Neo halt auch ein hervorragender Rifle-Spieler. Gerade auf Nuke einfach hervorragend, wenn Neo offensiv pusht, dann Poppe und so. Finde ich ihn eigentlich fast sogar besser. Als T ist er eine gute AWP, aber als CT ja, hat man mit Fox gerade eine Übermacht einfach. So, dann haben wir die sehr breit gefächerte Aufbau. Kistengang wird hauptsächlich von Romschke gedeckt. Ja, so eine Gux-Posi. So, wieder sucht man den Weg nach innen. Diesmal ist aber kein Fox da. So, das hier wieder interessante Posi, aber... Boah, da kommt er nicht weg. Schlechte Posi-Wahl, aber Fox natürlich zur Stelle. Schon wieder zwei Frags von ihm. Okay, den dritten konnte er leider nicht machen. Neo ist da. Boah, richtig gut geschossen eigentlich. Schade, dass es nicht früher drauf war. So, beide oben Brown Walls. Mit Equipment können sie es eigentlich noch holen. Beide haben ein Kit. Boah, die Zeit rennt ihn aber hier, sitzt ihn hier im Nacken. Boah, und sie ziehen, glaube ich, sogar gleichzeitig raus da. Boah, sehr gut gemacht von Zeus. Extrem gut. Gutes Teamplay von Navi einfach wieder. Boah, da gewinnen sie direkt die Anschlussrunde und setzen Place to Play wahrscheinlich auch Broke. Das geht ja schon mal richtig gut los für Navi. Eigentlich den Start, den ich mir hier nicht gewünscht habe. So, weiter geht's. Overdrive sollte auch langsam mal anfangen, was umzuschießen. Gego, also Navi variiert auch sehr gut. Boah, und drängen doch sie ja zurück, spielen da relativ ähnlich, faken das halt ein bisschen. Boah, Romschke ist auch allein. Ah, einen nimmt er, immerhin. Overdrive von on top, schöner Shot von Edward. So, 3 gegen 3, Zeus kommt jetzt noch über die Mitte. Boah, gut aufgepasst von Dossier. Sehr schön geholfen. Overdrive, sehr wichtig, dass er dort noch überlebt. Boah, guter Laufweg von Zeus. Holt er das 2 gegen 2 raus. Bombe sogar auf Starix Rücken. Und beide hinten Grunddienst. Also sie kommen sogar auf den B. Boah, aber wieder guter Schuss von Fox. Und Starix auch nochmal mit einer Schelle.
Also, das ist ja direkt gut am Verschieben. Was ein Katz-und-Maus-Spiel. Wobei, Mist, Dossier muss jetzt gucken, ob er nicht noch vielleicht über große Rampe kommt. Boah, geiler, richtig guter Laufweg von Starix, dass er dort links am Zug langläuft, damit Dossier ihn nicht so unbedingt hört. Boah, extrem gut gemacht von Dossier. Rettet die Runde für sein Team. Aber super 101 eigentlich, von beiden halt. Dennoch, PlacePlay verliert einfach zu viele Waffen. Sollten sie diese Runde jetzt wieder verlieren, dann sieht's halt extrem scheiße aus. E. Und da habe ich schon raus. Ach, da stirbt Neo. Und Overdrive auch. Oh Mann, oh Mann. Es sah so aus, als ob er blind war. Oh Mann, ey. Da stirbt sie jeder einzeln. Boah. Bleibt immer auch nicht mehr viel zu sagen, irgendwie. Das war irgendwie auch so halbgar, dieser Push. Wobei, nochmal kurz gucken. Okay, da kam es die Fläche an den, über diese Bande da, über den Zug. Also Navi hat auf jeden Fall auch gut gegen geflasht. Hat man ja in Overdrive gesehen. Und Neo hatte dann einfach auch keine Chancen gegen zwei Seiten. So, Fox stirbt und Place2Play dürfte hier wieder kein Geld haben. Boah, Neo guckt da mit 1,8 rum. Oh Mann. Aber das kann man nicht an ihm festmachen. Auch eigentlich nicht an Overdrive. Einfach die Deckungen sind einfach viel zu. Ja, also jeder deckt so mehr oder weniger für sich. Da gibt es kein Doppel irgendwo, kein Move. Da wird nichts mit Flash mal gecheckt oder so. Und das reicht halt gegen Navi nicht. Und wenn es so weitergeht, dann bin ich gespannt, ob es auch überhaupt gegen Anexus reicht. Ich weiß ja nicht, ob das Spiel um Platz 3 heute noch stattfindet. Werden wir dann sehen. So, Fox. Ah, man spielt da gerade mit Doppel-Eco. Also, man will hier unbedingt auf AWP gehen. Oh, Neo mit 1,10. Das tut mir so weh. So leid für ihn. Aber ich denke, er ist so ein Spieler, der das locker wegstecken kann. Alter, krass. Schöne Deagle-Action von Dossier. Und eine Waffe hat sogar Fox bekommen. Krass, die Runde können sie holen. Die Bombe liegt genau vor Fox Füßen. Und Dossier hat auch nach hinten. Navi braucht relativ lange noch. Und werden sich gleich verraten mit einer Flash. Die müsste Dossier gehört haben. Spätestens jetzt hat er die Schüsse. Eigentlich müsste er die wahrgenommen haben. Warum geht er denn da weg? Okay, er zieht Füße. Auch nicht mal. Irgendwie komisch. Weil er natürlich nicht das Risiko eingehen will, da direkt zu sterben. Extrem weit rumgelaufen ist das hier dort. Hat natürlich eine gute Posi. Fox allerdings auch. Ah, Mann. Nur ein. Und jetzt das hier mit einem fucking AP gegen Starix. Der es gut macht. Der sucht das hier. Was ihm natürlich Zeit gibt.
Schade, da muss er sich vielleicht eher auf den Zug bewegen oder so. Ich finde es auch nicht gut, dass er dort geschossen hat, wo er ihn gesehen hat am Spot. Somit wusste Starks genau, wo er ist. Hätte vielleicht vorschleichen sollen oder so. Aber viel kann man ihm nicht vorwerfen. Fox hätte da vielleicht ein bisschen besser moven können. Der hat ja beide gehabt. Eigentlich auf der 3 eine sehr gute Posi. Aber dennoch eine saubere Eco von Dossier insgesamt. So, Neo übernimmt Kagang und macht seinen zweiten Frag in der gesamten Hälfte. Nach 10 Runden, 2 Frags. Und auch Overdrive wird mal belohnt. Ja, und stirbt allerdings schon wieder. Also eine mehrere K-Runde, also Kill-Runde von Overdrive ist auch mehr als selten. So, wie geht's innen? Aber das hier hat es bisher immer sehr, sehr gut gehandelt. Boah, krasser erster Schuss. Das schöne Windmühle da. Nur noch Makelov am Leben. Aber er hat die Bombe. Wählt einen anderen Laufweg als Starix. Und müsste auch gehört werden. Ah, geht da nochmal auf Frag. Weiß genau, 1 gegen 3 wird schwierig. Und Neo moved ihn richtig gut aus. Boah. Ganz seltsam von Neo. Aber Fox ist zur Stelle. Also Fox auf jeden Fall Man of the Match oder MVP von Place to Play, muss man sagen, heute. Ich meine, verloren ist ja noch lang nichts. Die Russen können genauso gut als T spielen. Aber dazu müssen sie natürlich hier noch die ganzen restlichen CT-Runden holen. Denn sonst kann es passieren, dass Navi vor allem mit der gewonnenen Pistole dann kurzen Prozess macht. Jeden Fall wieder ein ähnlicher Aufbau. Navi wird wahrscheinlich am Ende wieder Dossier zurückdrängen. Kann mir gut und gern vorstellen, dass sie das nochmal als. Also diesmal als Fake aufziehen. Neo, viel Kontrolle da, Mitte. Senja schiebt jetzt erst nach. Und Fox wieder an der großen Rampe. Boah, und diesmal stirbt das hier. Fox muss aufpassen, große. Da stirbt er. Ekelhaft der Vorleg wieder. Krass, also Navi braucht hier nicht mal Fakes auspacken. Sie schaffen es auch ohne. Krass. 9-3. Ei. Da gewinnt Place to Play schon mal Runden und dann verlieren sie immer wieder die Anschlussrunde. Und so kannst du halt nicht. Ja, kannst du halt nicht gewinnen. Wobei gut spielen tut wirklich nur Dossier und Fox vor allem. Der Rest überzeugt nicht wirklich. Gerade Neo weit hinter seinen Möglichkeiten. Aber er ist halt. Da sieht man vielleicht auch mal, wie. Daran sieht man vielleicht auch mal, wie extrem wichtig Neo auch. Also wie extrem wichtig auch Teammates sein können. Auch für Neo. Vielleicht auch besonders für Neo. So, auf geht's wenigstens auf 5 Runden. Boah, man lässt innen offen. Auch eine Möglichkeit. Die Frage ist, was passiert, wenn Dossier jetzt einen Frag macht? So, Dossier macht einen Frag. Wie beträgt jetzt? Sie machen es trotzdem. Und das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Gerade Edward verliert da und die Bombe down. Boah. Aber werden einfach Schellen ausgeteilt. Da sehen sie einfach keine Schnitte. Ey, sie werden so überfahren hier.
Alter. Das ist ihnen einfach scheißegal, ob dann. Gut, Sarix. Geh mal wieder rüber, bitte. Sehr gut von ihm. Ja, Waffen werden so oder so gelegt für ihn, aber es wird halt nur für eine kleine Weste reichen. Oh Mann. Fail von Starix da. Hat er sich ein bisschen verzählt. Aber was ich eben sagen wollte, Navi ist es einfach auch scheißegal, ob da jetzt vier oder fünf Leute außen sind. Sie haben so oder so keine Probleme da. Ja, und nur Deagles. Bei Place to Play. Nur noch Fox. Wirft auch nochmal eine komische Flash raus. Und stirbt. 12 zu 3. Leider, leider, leider eine sehr eindeutige Halbzeit. Und Navi geht mit satten 12 T-Runden in die zweite Runde, in die zweite Hälfte. Tja, Pistol halt Pflicht jetzt. Nee, das war kein Mini-Flammer Neo, das war einfach seine Teammates bei ESC einfach auch herausheben, also. Und dass CS halt einfach immer noch ein Teamspiel ist. Klar ist Neo krass, aber wenn das Teamplay nicht stimmt, kann sich auch ein Neo nicht wirklich in Szene setzen. Wenn er am Inneren jetzt spielen würde, kann er vielleicht mehr machen oder so allein, aber wenn er aufs Außen ist halt unglaublich krass Teamplay abhängig. Und wenn das nicht stimmt, dann, ja, kann der beste Spieler der Welt auch nichts machen. Und Navi ist ja jetzt kein schlechtes Team. So. Switch zu Starix. Boah, Edward Mitte rein. Kann ich leider nicht hingehen. Starix macht erst noch schöne HE. Edward, denn schon bitte? Boah, sie haben so viel Kontrolle. Drei Mann am Inneren. Maklov Backkante am Z. So, da werden sie zusammen runterspringen. Boah, aber Edward stirbt hinten. Also jetzt müsste vielleicht die gedankliche. Müsste sie vielleicht schieben. Boah. Doch, Overdrive, nur ein HP gegen zwei. Oh Mann. Also, wenn Edward hinten stirbt, müssen sie eigentlich sich entscheiden zu schieben. Dann müssen sie die richtigen Schlüsse draus ziehen. Haben sie leider nicht getan. Und super Shots von Starix. Sehr gute Pistole von ihm. Tja. Und wenn das nicht der endgültige Nagel im Sarg von Place to Play ist, dann. Ja, weiß ich auch nicht. Kaufen wir zwar nochmal Deagles, vielleicht auch eine Flash für MTW oder sowas. Hui. Hui. Zwei Deagle-Frags, Überzahl. Und Navi über CT-Rampe. Alle über CT-Rampe sogar. Und Overdrive nimmt die Füße in die Hand. Schade. So, zwei gegen zwei. Bombe gelegt. Das ist ja ganz wichtig. Boah. Eigentlich gut gespielt, aber halt noch unglaublich viel besser von Navi. Aber jetzt 1 gegen 1. Und Starix nur mit 10 HP und USP. Boah, Vorteil sogar für Dossier. Die Bombe liegt hinten dran und Placeplay gewinnt ihre Deagle-Eco. Meine Fresse. Aber war doch schon sehr random, muss ich sagen. Aber mal die Waffenrunden abwarten. Zum Glück sehen wir jetzt noch ein paar. Diese Waffe ist so lustig. Passiert einfach gar nichts. Ah, schöne Entscheidung, über große Rampe zu gehen, einfach den AK-Vorteil auszunutzen. Starix auch ein bisschen am James Bonden.
Das ist einfach so gut, diese Waffe. Gibt sogar Headshot an der Overdrive. Das ist immer so demütigend, mit der Waffe einen Headshot zu bekommen, weil du einfach nicht weißt, von woher. Außer steht natürlich vor dir. So, Navi hat aber direkt Geld. Was? Zeus mit Abe? Spielt er die ernsthaft oder gibt er die ab? Wenn ich sich ernsthaft der Abe spielen. Nee, hat sie doch abgegeben. Wollte schon sagen, Navi ist dann doch viel zu professionell, um hier schon ein bisschen Fun zu datteln. Och, Makelov, ey. Beide am Poppe gemacht. So, Neo leider keine Abe. Aber da wird sich aber ein Z reingesneakt. Guter Lauf, Victor Fox. Ach, stirbt direkt leider gegen Zeus. Also, sie haben manchmal so richtig gute Ansätze. Aber sterben dann halt immer wieder. Wobei innen sie jetzt raus können. Der ist ja jetzt entscheiden muss, eigentlich Neo. Oh, Dave kann es eh vergessen. Und Neo schafft's auch. So, Overdrive kann eigentlich oben safe spielen. Beide kommen eh von vorn. Boah. Ey, Makelov einfach so gut. Und Overdrive verdreht sich direkt, warum auch immer. Was kann er sogar noch machen? Die Zeit tickt sehr schnell. So, gute Entscheidung. Och, was macht der denn? Der muss doch nur auf den Diffuser gehen, Mann. Oh, vor allem, wenn der den auf der 3 sieht und er ihn nicht direkt tötet, kannst du einfach rüberziehen und den Diffuser töten. Boah, da kann man sich nur an den Kopf fassen. 14 zu 5. Aber immerhin hat Fox eine Arbe. Boah. Also da sieht man einfach schon den Unterschied. Boah, da wird so ausgetänzelt. Wow, aber die Frags fallen. So, aber Makelov auch unglaublich gut heute. Boah, krass. Also was ich eben sagen wollte, wo Fox stand ja Mitte und da gab es erst die Flash vor und dann hat sich der Z-Spieler gezeigt. Das sind aber so marginale Unterschiede im Teamplay, die einfach das Niveau einfach ausmachen oder den Niveauunterschied. Na krass, also Play-to-Play bleibt hier doch immer im Spiel. Habe ich vorhin gesagt, sie können genauso gut als T aufspielen. Geht's raus. Hoffentlich deckt jemand nach hinten und... Oh Gott, Overdrive deckt nach hinten. Schönes Movement von Dossier. Boah, jetzt kommt natürlich ein bisschen Chaos rein. Ach, schade. Wurde auf jeden Fall gerade einen Gang runtergeschalten. Das ist schon einer der 6. Zum Glück ist Neo da und passt auf. Oh, Starks chillt noch ein bisschen. Hat mal Mauskabel gerichtet oder sonstiges. Ui, schönes Movement. Sauber. Kommt an die AK und tänzelt sich zurück. Nein, Finale ist morgen, Topsa. Ja, Topsa, irgendwas. Na,
Na, wieso gerade noch mit noch einer Eco? Nee, lol, haben gekauft und wollen Mitte raus. Das sah krass. Das sah aber arg nach Eco aus. Gut geblockt von den Russen. Schöne Falle da zum KG, aber kommt nicht zum Tragen. Ah, ist dann ja deckt der defensiv. Oh, Zeus, sehr gut. Unglaublich weit vorn. Oh, das ist so geil, Neo. Wie er einfach immer wachsam ist. So, und sogar das Doppel am B. Am A. Also am Inneren. Boah, sehr schöner Schuss. Und Neo auch zur Stelle. Krass. Also wie sie den Spot öffnen. Super krass. Aber Starwix noch Brown Walls. Boah. Ganz gefährlich jetzt. Guter Bombplan von Neo. So, das hier kommt ein Z. Boah, sie safen. Krass, also sehr gut. Gefällt mir, was Place to Play hier spielt. Und Navi muss sich langsam zusammenreißen. Ich meine, 8. Runde jetzt schon. Wer hätte das gedacht nach der ersten Halbzeit? Und vor allen Dingen nach der Pistole, die an Navi ging. Starix mit der gesäften AK. Rest mit USP. So, und Starix kann natürlich jetzt seine Schlüsse draus ziehen, dass da 3 im Z waren. So, der LM Kistengang konnte ich nicht so schnell hin. So, 2 Early Frags, few Plays to Play. Starks muss auch schieben und wird da nicht mehr viel machen können. War schon abgeamt. Boah, schade. Ach, 7 HP nur noch bei Fox. Eigentlich ganz gut geschossen. Edward wird natürlich auch nicht unbedingt an die Waffe kommen. Boah. Also er kommt an die Waffe, aber Dossier ist schon zur Stelle. Ui, verliert das Aimball gegen Edward. Oh, aber Neo, grüße Edward. 9. Runde. Die kommen immer weiter ran. So, wird das vielleicht wieder ein Pop-A-Go? All eyes on Markelov. Boah, der sieht einen Arsch! Den fetten Arsch von Fox wahrscheinlich. Krass, aber das war echt nur ein Pixel. Guter E. Boah! Und am Ende gewinnt Fox doch noch. Sehr schön. So, Romschke ein bisschen am KG stressen. Senja muss da nämlich immer weiter aufpassen. Und Edward geht Mitte auf Frag. Sehr gut da an Top zu gehen. Wenn er nicht mehr zwei Seiten decken muss. So, Starix hinten. Zeus macht innen safe. Also die Runde ist noch lange nicht gegessen. Starix hat die Arme von Markloff genommen. Thank you.
gute Flash ist einfach. So, hoppeln jetzt vor. Räumschkamm KG erfolgreich. Aber Edward noch on top. Edward noch on top. Posi ist nicht bekannt von ihm. Mit gutem Glück kann er jetzt Bombe holen. Jo. Und sehr gut. Boah, Weltklasse gespielt von Edward. Sich lange, lange, lange nicht gezeigt. Gob würde sich seine Hände reiben und Edward mit Küssen überhäufen. Und ihn loben dafür. Einfach sehr, sehr, sehr gut gespielt. 14 zu 10. Huch. 15 zu 9 natürlich. Was labe ich denn? Edward hat ja die Runde entschieden. So, nochmal so Verzweiflungs-Go vielleicht. Aber bisher kommen sie gut durch. Schade. Habe ich genug zwei Hits ungefähr gesetzt. Boah. Schöner Shot von Fox. Dann hält V-Leg. Senja noch am MTB. Zeus auch zur Stelle. Also innen wäre gerade frei. Bombe ist auch am Mann. MTB müssen sie aufpassen. Boah, da hat man sich wunderbar gesehen. Da kommt die Flashes vor. Dann zieht Senja rum. Aber das Sia ist noch da. Sie wissen, dass Senja dort noch irgendwo ist. Zeus hinten am Spot. Na, wo ist das hier? Ja. Boah, sehr gut. Und jetzt nur noch Senja. Kann ja zum Matchwinner werden. Boah, geile Runde von Dossier, Mann. 10. Runde jetzt schon overall. Ey, 5 Runden noch und dann sind wir in der Overtime, aber das ist sogar theoretisch noch drin. Ich meine, Place to Play hat Navi im Sparen. Haben sie quasi an Fittichen. An der Angel. Also man merkt schon irgendwie, dass hier die Schwachstelle ist im Team. Allein an solchen einfachen Frags. Merkt man, die anderen Leute schießen anders, schießen viel besser. Gerade das hier natürlich. Einfach eine Macht, dieser Typ. Habe ich nicht Overdrive gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Ich meine natürlich Overdrive. Habe ich eigentlich auch gesagt. Na, keine Ahnung. So, da ist schon die 11. Und die Spawns sind auch sehr gut für Place to Play. In den wichtigen Runden haben sie gute Spawns. Wobei Navi scheint doppelt zu sparen. Nochmal 3 Runden, wo es wirklich auf alles ankommt. Uiuiui. Oh, Teamfrag auch noch. Wie bitter ist das bitte? Krass. Also das spielt Place to Play natürlich extrem in die Karten. Wer war es leider mal? Oh, Markloff sogar noch. Boah, ihm könnte aber... Aber konnte sich doch noch anscheinend selber leisten. Schade, es wäre krass, wenn das eine extreme Auswirkung gehabt hätte. Moment, ist das Doppel-AWP? Jo, Doppel-AWP bei Starix und Markloff. Oh, ein B-Rush, B-Contact. Zeus, hallo? Fox mit Opening. Boah, krass, Mann, ey. Was macht Navi da? Sind da, werden... Place to Play erwischt sie halt extrem auf dem falschen Fuß gerade. Wow. 13-15 gleich. Navi tritt schon den Weg zum Sparen an.
Die AWP war natürlich gerade richtig teuer bei Starix. Ich habe echt nicht verstanden, was Zeus da gemacht hat. Irgendwie waren sie wohl noch am Reden oder so. Ich weiß es nicht. Sah sehr seltsam aus. Krass, man hat sogar Doppel-AWP. Fällt mir jetzt auch gerade mal auf. Ich meine wirklich, also. Okay, ich habe anscheinend Dossier gesagt. Ne, ich meine natürlich Overdrive. Hilfe. Also, Dossier. Overdrive, natürlich die Schwachstellen im Team. So rum, so, fertig. Punkt. Und jetzt die nächste Runde. Na, wie konnte zum Glück legen? So, wieder gehen sie auf Zeus. Erhöht sehr, sehr spät die Steps. Oh. Aber dann sprüht er sich noch einen kaputt dort und nimmt zwei mit. Krass, aber die Frags fallen trotzdem noch auf Seiten von Place to Play. Sie sollten den Go nicht durchziehen. Wo ist die fucking. Oh nein, die Bombe ist schon down. Aber Overdrive kann sie noch richten. Das hier muss einfach lange überleben. Das Problem ist, Navi ist natürlich nicht dumm. Und vor allem nicht Senja. Er deckt schon nach hinten, hat jetzt das entscheidendste Duell der Runde. Boah, hat auch noch Timing gegen Overdrive. Nur noch Dossier kann es jetzt richten. Und macht aber nicht. Senja finisht seine gute Runde hier, hat gut nach hinten aufgepasst. GG, da ist es vorbei. Navi gewinnt leider, leider 16 zu 13 auf der zweiten Map. Und overall 2 zu 0 nach Maps. Und ziehen damit ins große Finale ein, was morgen um 17 Uhr wohl angesetzt ist gegen Fnatic. Das wird natürlich auch ein Best of 3 sein. Und ich bin natürlich wieder mit am Start. Am Start das Spiel.